Also, liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Erden, Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Botschaft vernommen. Könnten wir uns eine Chance lassen, dass wir auch für die vielen hundert anderen was sagen? Es wäre schon schön. Das Thema Gewerkschaft hat auch was mit Solidarität zu tun. Und wenn man solidarisch ist den Menschen gegenüber, dann muss man denen auch die Gelegenheit lassen, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Ja, schön. Das steigert die Beliebtheit der Gewerkschaften beträchtlich. So macht der Gewerkschaftsarbeit bestimmt leichter. Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, es tut mir wirklich leid, dass manche nicht verstehen, warum wir hier heute sind. Wir sind jedenfalls der Meinung, dass es heute ein Geburtstagsfest ist. Und bei diesem Geburtstagsfest möchte ich gerne alle willkommen heißen, die heute zusammen mit der Stadt den Geburtstag feiern. Ich habe volles Verständnis, dass man gewerkschaftliche Interessen am 1. Mai zum Besten gibt und auch bei Kundgebungen. Aber ehrlich, Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt etwas enttäuscht, dass ihr nicht den Rahmen halten könnt. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, dass ihr nicht den Rahmen halten könnt und wisst, wann euch Schluss ist. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr halt zumindest die Transparente runternehmt, damit die Leute was sehen können hier herum. Ich wollte eigentlich Ihnen sagen, ich freue mich, dass Sie hier sind zum 857. Stadtgeburtstag. Ich freue mich, dass Sie den Geburtstag zusammen mit der Stadt feiern. Und wir sind mehr als die anderen, also insoweit zeigen Sie es einfach. Und vielleicht nehmen die Kolleginnen und Kollegen zur Kenntnis, dass mehr Leute feiern wollen, wie Sie sehen. Ich hoffe, ihr habt es irgendwann verstanden, dass die Leute hier sind, um den Geburtstag zu feiern und nicht um euer Pfeifen zu hören. Ich finde, ja, ich weiß, was Demokratie ist. Und vielleicht lasse ich es. Ich denke jedenfalls, dass heute ein Grund zum Feiern ist. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen hier das nicht einsehen, tut es mir sehr leid. Ich wollte Ihnen heute gratulieren, dass Sie heute hier sind. Ich wollte gemeinsam mit Ihnen sagen, wir feiern heute den Geburtstag so oder so, wir werden den Geburtstag feiern. Und das Motto lautet, München tanzt rund um rum. Und das werden wir tun, mit Pfiffen oder ohne Pfiffe. Wir werden es hinbekommen. Ich bitte Sie wirklich um Nachsicht. Es ist schade, dass, wie gesagt, eigentlich gute gewerkschaftliche Interessen auf diese Art und Weise missbraucht werden, meine Damen und Herren. Und wenn heute hier nochmal zu demonstrieren war, dass sich einzelne Minderheiten gegen Mehrheiten stellen, dann haben Sie das wirklich hervorragend hinbekommen, Kolleginnen und Kollegen. Die Mehrheit hier will feiern, sie möchte den Tag genießen. Ja, ihr seid ja auch hier und feiert ihn. Toll, danke, habt ihr gut gemacht. Das führt sicher dazu, dass die Mächtigen umdrehen. In diesem Sinne, nachdem es in diesem Geplärren nicht funktioniert, wünsche ich Ihnen alle heute ein tolles Fest. Es wird nicht so bleiben, es gibt hier wieder Tanz und Musik. Feiern Sie ein bisschen und es tut mir leid, ich kann es nicht verhindern. Schönen Tag noch, danke.